Stehen Sie schulterbreit und mit genug Abstand zum Gerät, damit der Arm auch in der passiven Phase unter Spannung steht. Der freie Arm stabilisiert die gerade Haltung. Das Handgelenk gerade halten. Der aktive Oberarm liegt am Körper an. Nun den Unterarm maximal anwinkeln. Die Fußmanschette oberhalb des Knöchels fixieren. Standbein und Rücken sind gerade. Das Trainingsbein gestreckt so weit wie möglich nach hinten führen und anheben. Dabei darf der Oberkörper zur Kompensation leicht einknicken. In der Ausgangsposition Oberkörper und Arme strecken. Das Gewicht ist bereits leicht angehoben, das Kabel gespannt. Mit gestreckten Armen das Kabel zur Hüfte ziehen und in der Bewegung den Oberkörper aufrichten. Wieder quer zur Laufrichtung des Kabels hinstellen, Füße schulterbreit. Griff mit gestrecktem Arm vor dem Oberkörper fassen und ohne Schwung bis in die Horizontale oder etwas darüber anheben. Der freie Arm stabilisiert den geraden Rücken. Den aktiven Arm langsam wieder zur Mitte führen. Etwa schulterbreit stehen, locker in den Knien. Beim Greifen des Seils sind die Arme rechtwinklig gebeugt. Die Oberarme liegen am Körper an, nur die Unterarme bewegen sich. In der tiefsten gestreckten Position angekommen, drehen Sie die Handgelenke leicht nach außen und geben wieder nach. Die Oberarme sind vertikal gestreckt und bleiben in Position. Nur die Unterarme geben dem Zug des Gewichts nach, bis die Hände im Nacken angelangt sind. Die Ellenbogen zeigen dabei nach vorne oben. Nicht zur Seite ausweichen.